Und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5 hier bei Explorer LP. Yippie, Schweinebacke, wir sind da, also nicht du da draußen. Widerstandspunkte immer noch am Farmen. Letzte Folge haben wir einen neuen Begleiter freigeschaltet hier. Brauchen wir aber vorerst mal nicht. Wir machen wieder. Was machen wir denn? Was habe ich denn jetzt hier ausgesucht? Kellett, Kettle und Co. Befreie den Sektenaußenposten. Nick ist ein guter Junge. Dann machen wir das. Wenigstens mal wieder dezent zu Fuß gehen. Weil die Leute zwischendurch immer ein bisschen Spaß haben. Hab jetzt zwischen den Aufnahmen die beiden Mädels wieder zur Seite geholt. Unterstützung zur moralischen. Was ist da los? Positionswechsel. Wie hättest du es denn gern? Da sind Baggies. Yeah, Alter! Scheiß Psycho! Jo, Zivilist gerettet. Wo kommt? Aua! Was? Von wo? Wo ist das Vater jetzt? Okay, die Mädels. Bitte! Funktioniert. Hilf mir. Meine Gnade! So! Also. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns jetzt hier auch nichts sagen. Das kommen wir doch nicht voran, wenn wir hier die ganze Zeit wieder rumeideln. Dann kommt von links ein Auto, dann kommt von rechts ein Auto. Dann kommt noch ein Flugzeug. Dann kommt wieder ein Auto. Und schon ist die Folge um und wir haben ja keine Zeit. Wir müssen haben ja hier schnell durch, weil das muss auf YouTube so sein. Rumeideln darfst du dann nicht. So. Und dann. Das habe ich gebraucht. Genau das Richtige, um den Kopf frei zu kriegen. Du, okay. Ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Nein. Nicht von einem NPC. Fahr zur Hölle, Fickgesicht! Race Kills. Ich hab Ziele im Visier. Die haben nicht ernsthaft. Also manchmal ist das Spiel ganz schön grausam. Gibt er noch? Die haben den Blissblüten im Bauch. Positionswechsel. Wollen wir was dagegen unternehmen? Wir sind wieder am Rumreden. Nein, du brauchst ja nichts anzuschauen. Komm. Beziehungsweise Mädels, komm. Was? Das war wohl nichts, Ethan. Ups, das da. Oh, mit den Eiern am Stacheldraht hängen. Aua! Und an Land. Bitte sehr, danke sehr. Wir sind am Ziel. Wir checken wie gewohnt erstmal ab, welche Alarmanlagen die hier haben. Wie viele, beziehungsweise 1, 2 sehe ich jetzt. Da oben ist eine erhöhte Position, vielleicht kommen wir von da was ran. Der Alarm wollen wir ja nicht auslösen. Da sind Baggies. Das war Nummer 1. Wir müssen auf die andere Seite. Mädels, ihr löst keinen Alarm aus. Dann will ich sickig. Ja.
keinen Alarm. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Dann ist mir alles egal. Also. So. Jetzt können wir snipen, was das Zeug hält. Aua! Wer ist denn jetzt hier schon? Hätten die sich gegenseitig? Kirre hier. Kein Alarm. Dollarbonus. Achso, zu dem. Der Schnitter. Wir hätten wissen sollen, dass Josephs Clowns keine. Deine Seele ist vergiftet. Krank. Von Krebs zerfressen. Also muss hier ausgeschnitten werden. Aber du lehnst meine Hilfe ab. Du weigerst dich, Ja zu sagen. Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel deine Freundin Hudson ertragen kann. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. Okay, wir sollen also das Mädel befreien. Das ist immer noch oberste Priorität. So ist es, Jess. Und ein bisschen Kohle. Das gefällt mir. Ah, schon wieder 40 Euro. Was ist denn da los? Vor allem immer 40. Nicht mal 55, nicht mal 45, nicht mal 25. Nein. Oh ja, jetzt ein heißes Bad. Ich könnte das Spiel den ganzen Tag spielen. Noch ein Tresor. Hey, hallo, Miss. What happened here? Vieles kann ich los. Du kannst mit deinen Freunden spielen. Hm. Wieder ein Schlüssel. Missionsobjekt. Die scheiß Peggys haben alles mitgenommen. Die machen echt von nichts halt. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Kriegen wir da einen Hinweis wegen dem Schlüssel? Du hattest mir doch versprochen, dass du die Waffen von den Kindern fernhältst. Rate mal, wer sie putzen in den Schrank unten räumen muss. Wieder mal. Schrank unten. Sowieso keine neuen Waffen. Suche nach einem Kuhflüster. Hier, McDonald's, die flüstern aber sowas von. Oh, schon wieder Schleichwerbung gemacht. Ich will dir was sagen. Was denn? Richtig gut, wie du das alles von der Sekte zurückgeholt hast. Zum Glück haben sie die Farm nicht zu sehr beschädigt. Aber sie haben jede Menge Vieh getötet. Einige der Kühe laufen noch ziellos auf den Feldern rum. Kannst du sie zurück in den Stall bringen? Du musst sie ein bisschen aufscheuchen. Schmeiß einen Stein nach ihnen oder so. Oder gib ihnen einen Klaps. Sie werden vor dir weglaufen. Aber dadurch kannst du sie dahin lenken, wo sie hin sollen. Nee, auf so eine Quest habe ich gar keinen Bock, Freunde. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Gut, wir suchen das nächste Ziel. Das müsste jetzt aber wirklich ein Prepper-Versteck sein. Dieses. Was haben wir hier? Wendell Rattler. Dann machen wir ihn auf den Weg.
Kommt ihr, Süßen. Es geht weiter. Noch ausgeruht hier. Da ist noch ein Gedöns der Sekte. Alter, ich hab's genau gesehen. Hier nahe kommt hier so ein kleines schickes Häuschen. Hey Jess, du schlägst dich hier draußen echt. Ich glaube, mein Internet sieht schon schlimm bzw. schlecht aus. Ich kann mit allem leben, aber ohne Internet, das geht ja heutzutage gar nicht. Ich gehe rein. Ziel in Sicht. Okay, hier ist Stress. Jemand da? Wenn du dazu in der Lage bist, könntest du mir einen Gefallen tun. Hoffentlich hat die Sekte es noch nicht gerafft. Zur Armee? Nee. Was geht, Bro? Zur Armee? Nö. Ich lass mich nicht gern rumkommandieren. So einen Lärm habe ich seit Vietnam nicht mehr gehört. Okay. Hey. Ja, dann lass mal hören. Als hättest du einen starken Rücken und kräftige Beine. Ich heiße Wendell. Wendell Rattler. Aber die meisten nennen mich Red. Ich würde normalerweise keinen Fremden so anquatschen, aber Dutch hält viel von dir. Ein paar von uns haben gemeinsam in Vietnam gedient. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir in diesem Dschungel gesehen haben. Also haben wir uns geschworen, dass wir bereit sein werden, wenn so etwas jemals in unserem Land passiert. Wir haben eine ordentliche Sammlung zusammengestellt. Waffen, Munition, Ausrüstung. Wir haben sie unseren Freiheitsfonds genannt, weil uns das unsere Freiheit bis zum Tod garantieren sollte. Aber das ist lange her. Und der Einzige, der jetzt noch lebt, bin ich. Die Ausrüstung ist sicher verwahrt. Aber wir haben die Kombination unter uns aufgeteilt. Wir haben jede Zahl in unsere Sturmfeuerzeuge eingeritzt. Wäre ich 10 Jahre jünger, würde ich mich selbst auf die Suche machen. Aber jetzt würde ich einfach sinnlos dabei draufgehen. Ich brauche deine Hilfe, die Feuerzeuge zu finden. Bring sie zu mir. Und du darfst dir was aus dem Vorrat mitnehmen. Verdammt soll ich sein, wenn ich zulasse, dass diese Sekte mein Land niederbrennt. Also, das ist ja nicht zu fassen. Du hast ja schon ein paar gefunden. Wenn du den Rest hast, können wir das Schloss öffnen. Ja, die Mission können wir mal gepflegt alleine machen. Wir machen das Papa-Versteck hier. Das machen wir noch fix. Wir sind bei 14 Minuten. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Weißt du, das Ding landet mir genau auf dem Kopf, aber die stirbt. Scheiße! Fuck!
deine bessere Hälfte? Sag's nicht weiter. Nein. Aua. Bin unterwegs. Oh, habt die Marshmallows vergessen? Das Feuer ist außer Kontrolle. Das Feuer ist aus. Aus. Wo ist denn jetzt die Tante hier? Ach, die ist tot. Okay. Keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Auf das Prepper versteckt brauchen wir sie auch nicht unbedingt. Ist bestimmt Zeitverschwendung. Hier lag doch gerade der. Sie versuchen es weiter, ich knall sie weiter. Komm. So, dann lass mal hören. An jeden, der da draußen gegen die Sekte kämpft. Die Peggys haben ja alles genommen. Meine Farm, meine Frau. Alles, was ich noch habe, ist hier versteckt. Es gibt einen geheimen Eingang zum Bunker und zur Werkstatt. Benutzt das, was ihr drin findet, um diese Wichser ordentlich büßen zu lassen. Es grüßt euch herzlichst, Big Mike. Ja. Dafür brauchen wir keinen Schlüssel oder was? Da dürfen wir jetzt so rein. Manche weniger, ne? Ziemlich abgefahrene Idee, das probiere ich mal aus. Mal sehen, ob es klappt. Okay, ich glaube, das ist eine Option. Ich will aber was anderes versuchen. Sehr robuste Wand. Gut. War da hoch? Wir sind so krass. Hallo? Nee. Okay, sonst können wir nichts machen. Müssen wir jetzt echt das Auto holen? Okay, mal sehen, ob es geht. Wenn ja, eine coole Sache. Freunde, Granatwerfer, bitte schnell. Oh.
Typ abgestellt. Ja, wie denn? Sabotieren. Kann man den jetzt... Aber man muss das Ding ja wegschieben. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Also. Das funktioniert leider nicht. Das Sanktionen cool ist ein eskalierendes. Aber leider. Wie kann man denn? Wir können aber auch nicht. Ich verstehe es nicht. Rausstellen. Das hilft quasi gar nichts. Ja, eine Gewalt. Glock. So. Ich. Seine Farbe kennt die Männerhöhle. Das haben wir freigeschaltet. Individuell lackiert. Ah. Okay. Nice. Was ist denn jetzt hier Stress? Hallo. Scheiße, Mann. Gut, wir sind bei 23 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.